tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Hooper vor. Hooper hat zwei verschiedene Formen, in denen es kämpfen kann. Davon werde ich heute erstmal auf die entfesselte Form eingehen. Diese hat einen Psycho-Unlicht-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Käfer, eine Schwäche gegen Fee und eine Immunität gegen Psycho-Attacken gibt. Hoopers Basiswerte in der entfesselten Form sind regelrecht gewaltig. Beide Angriffswerte sind enorm hoch, die Spezialverteidigung ist immer noch verdammt stark und die KP und Initiative sind zumindest noch durchschnittlich. Lediglich die physische Verteidigung hinkt ein wenig hinterher. Obwohl der spezielle Angriffswert höher ist, bietet sich ein physisches Set hier wegen dem besseren Movepool und vor allem auch wegen seinen Signature-Move an. Die EV verteilt man hier voll in Angriff und Verteidigung, dazu ein hartes Besen, um den Angriff zu maximieren. Als Attacken nimmt man Dimensionswahn, Zen-Kopfstoß, Ableithieb und Eishieb. Dimensionswahn ist eine enorm starke Unlichtattacke, die niemals daneben geht und zudem auch Attacken wie Schutzschild ignoriert. Zen-Kopfstoß ist eine zweite Step-Attacke, Ableithieb kann genutzt werden, um ein paar KP zu regenerieren und ist außerdem eine nette Coverage-Attacke gegen Unlicht-Pokémon, welche man mit den beiden Step-Attacken nicht effektiv trifft. Eishieb ist zum Schluss noch eine Coverage-Attacke, da es einfach viel zu viele Pokémon mit Eisschwäche gibt. Alternativ kann man hier aber auch Feuerschlag oder Mülltreffer spielen. Als Item drückt man dem Guten am besten eine offensive Stage um die Hand, um seine sowieso schon übertrieben starke Spezialverteidigung noch weiter zu verstärken. Dieses Hooper ist prädestiniert, spezielle Angreifer auszubremsen und sie anschließend einfach umzuhauen. Mit seinem brachialen Angriffswert kommt er durch fast jede Mauer und dank Offensivfeste und Ableithieb bleibt er auch relativ lange am Leben. Mit den EV in der physischen Verteidigung kann Hooper allerdings zur Not auch einige physische Attacken tanken. Auswechseln solltet ihr ihn lediglich, wenn ihr eine Fee oder ein Käfer-Pokémon vor euch habt. Er tankt zwar auch eine spezielle Feenattacke, aber ein Knuddler endet meist tödlich für ihn. Ein guter Teampartner für Hooper ist Heatran, da dieser eine Doppelresistenz gegen beide Schwächen von Hooper hat, aber auch andere Stahl- und Feuer-Pokémon kann man hier sehr gut mit einbinden. Das war's jetzt aber schon von meinem Hooper und jetzt seid ihr wieder dran mit aussuchen.